Hey zusammen, hier ist wieder Christian und in diesem Video wollen wir mal zwei Fragen auf den Grund gehen. Nämlich zum einen, kann ich mit der Samsung GS Screenshots erstellen und zum zweiten, kann ich mit der Samsung GS auch WhatsApp nutzen und wenn ja, in welchem Umfang? Doch bevor ich auf diese zwei Fragen eingehe, müssen wir uns erstmal im Klaren sein, wie ich die Samsung GS überhaupt nutzen möchte, denn ich habe hier genau zwei Möglichkeiten. Zum einen komplett autark, das heißt eigenständig und dafür hat Samsung auf der Rückseite der GS einen SIM-Karten-Slot verbaut, um dort eine Nano-SIM-Karte einlegen zu können. Und dementsprechend könnt ihr mit dieser Uhr auch telefonieren, SMS schreiben, E-Mail schreiben oder ins Internet gehen. Und Samsung hat dafür auch noch extra einen Lautsprecher verbaut und ein Mikrofon. Das heißt, diese Uhr könnt ihr wirklich in großen Teilen, aber auch nur in großen Teilen, komplett autark nutzen und dementsprechend als Smartphone-Ersatz anwenden im täglichen Alltag. Da kommen wir aber jetzt auch schon zum großen Problem, denn es gibt aktuell für Tizen OS, also dem Betriebssystem, das bei der Samsung GS zum Einsatz kommt, keine WhatsApp-Anwendung. Das heißt, wenn ich WhatsApp nutzen möchte, dann muss ich das Gerät, nämlich zweite Alternative, mit meinem Smartphone koppeln. Und Smartphone ist in diesem Falle auch sehr eingegrenzt, denn ich kann diese Samsung GS aktuell nur mit einem Samsung Smartphone betreiben. Das heißt, im Hintergrund habe ich das Samsung Galaxy Alpha liegen. Ich habe beide Geräte über Bluetooth gekoppelt und dementsprechend bekomme ich auch alle Benachrichtigungen, die auf dem Galaxy Alpha H5 eingehen, auch auf der Samsung GS angezeigt. Das heißt, WhatsApp geht nur in Verbindung mit einem Smartphone, in diesem Fall einem Samsung Smartphone. Wenn ich das Ganze gekoppelt habe via Bluetooth, komme ich auch schon zu meinem Galaxy A5. Und hier finde ich den Samsung Gear Manager. Den findet man im Galaxy App Store. Dort kann man sich diesen Samsung Gear Manager herunterladen. Und ihr könnt hier oben sehen, ich habe die GS über Bluetooth verbunden. Und hier kann ich dann einstellen, wie der Startbildschirm aussehen soll. Ich kann Musik und Bilder auf diese Uhr übertragen. Ich kann meine Samsung GS auch finden. Wenn ich sie mal weggelegt habe, dann klingelt das Ganze. Und dementsprechend könnt ihr hier natürlich einiges verwalten. Ihr könnt auch verwalten, welche Benachrichtigungen auf der Samsung GS eingehen soll. Wenn ich jetzt auf dieses Symbol hier gehe, Samsung GS, sehen wir die Softwareversion. Hinten steht BNJ7. Das ist momentan aktuell. Ein Update steht allerdings schon kurz bevor. Doch ich muss euch jetzt erst zeigen, was es mit dieser Softwareversion auf sich hat. Denn das ist die Softwareversion, die vorliegt, wenn ihr die Samsung GS kauft. Und dementsprechend kann ich auch nochmal hier in die Einstellung gehen. Ich ziehe das Ganze mal ganz kurz nach oben, gehe in die Einstellung, gehe auf Gear Info, Info zu Gear und sehe hier nochmals meine Softwareversion BNJ7, also identisch mit der Softwareversion im Gear Manager. Und wenn ich WhatsApp-Nachrichten unter dieser Version bekomme, habe ich lediglich die Möglichkeit, diese zu lesen. Und diese ganzen Benachrichtigungen, die finde ich linksseitig des Hauptbildschirms, also der Uhr. Und wenn ich das dann nach rechts wische, sehe ich, okay, ich habe bei Gmail einen Eingang und ich habe bei WhatsApp einen Eingang. Und wenn ich nochmals weiter streiche, sehe ich dann, welche Nachrichten hier eingegangen sind. Und dementsprechend kann ich dann mit dieser Uhr interagieren bzw. diese Nachrichten aufrufen. Aber wenn ich dann jetzt hier mit dieser Nachricht interagieren möchte, habe ich nur die Möglichkeit, diese WhatsApp-Nachricht auf dem Telefon zu öffnen beziehungsweise diese Benachrichtigung aus der Samsung GS herauszustreichen. Und dementsprechend ist das die Interaktion, die momentan möglich ist unter dieser Softwareversion. Das heißt, WhatsApp kann ich in diesem Falle auch nur begrenzt auf der Samsung GS zum Einsatz bringen, nämlich nur als Benachrichtigung. Das heißt, ich kann sehen, wer mir was geschrieben hat, aber ich kann ansonsten nicht mit dieser WhatsApp-Nachricht interagieren, außer dass ich sie natürlich lösche. Das heißt, ich lösche nicht die Nachricht an sich, sondern ich lösche die Benachrichtigung auf der Uhr, aber auch auf dem Telefon und dementsprechend werden die dann auch hier im Smartphone nicht mehr angezeigt. Das ist also aktueller Stand mit der Softwareversion BNJ7. Was bleibt also übrig? WhatsApp kann ich nicht komplett autark auf der Samsung GS unter dieser Softwareversion nutzen und ich kann auch WhatsApp nicht eigenständig auf der Uhr nutzen. Das heißt, ich habe keine WhatsApp-Anwendung, die speziell für Tizen OS geschrieben wurde und dementsprechend seid ihr immer auf die Kopplung mit einem Smartphone angewiesen und müsst die beiden natürlich in Verbindung bringen. Jetzt steht aber auch ein neues Software-Update zur Verfügung. Das heißt, wenn ich hier auf Samsung Gear gehe und gehe dann auf mein gekoppeltes Gerät, nämlich Gear S, kann ich hier Software-Updates prüfen und auf Aktualisieren gehen. Und ihr seht hier, dass ein neues Software-Update zur Verfügung steht. Stabilitätsverbesserung bringt neue und erweiterte Funktionen
und eine Verbesserung der optimalen Leistung. Und wenn ich dann auf Installieren gehe, dauert das natürlich einen Moment, bis das installiert ist, und wir schauen uns nach dem Aktualisierungsvorgang das neueste Softwarepaket an, denn da hat sich einiges getan und mit dem neuesten Softwarepaket kann ich dann auch WhatsApp nutzen. Mittlerweile ist jetzt auch das Update installiert, das heißt, ich habe jetzt die neueste Softwareversion auf der Samsung Gear S und dementsprechend schaue ich einfach nochmal in den Einstellungen. Hier seht ihr es, die BOA7, also diese unterscheidet sich komplett von der vorherigen, und wenn ich das natürlich auch auf der Samsung Gear S kontrollieren will, gehe ich hier auch wieder in die Einstellungen, rufe dann im unteren Bereich die Gear Info auf, Info zu Gear, und dementsprechend findet ihr auch hier die Softwareversion BOA7 und dementsprechend haben wir hier wirklich das Neueste vorliegen. Wenn ich jetzt hier in dieser Softwareversion WhatsApp-Nachrichten anschauen möchte, gehe ich logischerweise wieder mit einem Swipe nach rechts auf WhatsApp. Und dementsprechend bekomme ich dann hier meine Nachrichten angezeigt. Und ihr seht hier eine Nachricht. Und wenn ich dann jetzt hier im unteren Bereich auf diesen Punkt klicke, habe ich die Möglichkeit, jetzt auch mit WhatsApp zu interagieren. Das heißt, ich kann in der neuesten Version BOA7, das könnte allerdings auch unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Mobilfunkhersteller ihr diese Uhr bezogen habt, antworten. Und ich gehe hier drauf und ich habe einige Antworten vorgegeben. Ein Smiley, ja, nein, bin unterwegs, okay, bis später, haha. Sorry, kann jetzt nicht, und ich habe im oberen rechten Bereich ein Keyboard abgebildet, und wenn ich auf dieses Keyboard gehe, habe ich jetzt die Möglichkeit sogar hier Nachrichten zu definieren und einzutragen und dementsprechend dann auch zu versenden, nämlich habe hier so einen kleinen Button, und ihr seht, das ist relativ schwierig alles zu machen, und ihr könnt hier unten nochmal sehen, diese Bestätigung senden oder Abbruch, und ich gehe einfach auf senden und dann ist die Nachricht gesendet. Wenn ihr das nutzen möchtet, müssen auch wieder Voraussetzungen vorliegen, das heißt, die Samsung Gear S muss mit eurem Smartphone gekoppelt sein, das heißt über Bluetooth verbunden, und dementsprechend könnt ihr das natürlich dann auch hier im Gear Manager kontrollieren, über Bluetooth verbunden, beziehungsweise wenn ihr die Leiste herunterzieht, seht ihr auch, dass die Samsung Gear S mit Bluetooth verbunden ist und dementsprechend auch WhatsApp-Nachrichten eingehen bzw. auf diese geantwortet werden kann. So funktioniert das also mit WhatsApp. Kommen wir noch zum zweiten Punkt, nämlich die Erstellung eines Screenshots, und die ist eigentlich wesentlich simpler. Und da hat man ja zum Beispiel bei Smartphones die Möglichkeit, über eine Tastenkombination einen Screenshot auszulösen. Hier in diesem Fall zum Beispiel die Power-Taste und die Volume-Down. Und wenn ich das die Home-Taste, nämlich im unteren Bereich, und wenn ich diese Tasten gleichzeitig drücke, flackert so ein kurzer Bildschirm auf, beziehungsweise ein kleiner Rahmen. Und ihr seht, der Screenshot, der wurde gespeichert. Und dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, das bei der Samsung Gear S zu machen. Allerdings habe ich hier nur einen Button, nämlich diesen Home-Button. Den muss ich gedrückt halten. Ich ziehe von links nach rechts und ihr seht, hier wird ein Screenshot abgelegt. Und das funktioniert natürlich in allen möglichen Anwendungen oder Bereichen. Das heißt, egal ob ihr jetzt auf dem Hauptbildschirm seid oder eben in einem Untermenü, haltet den Home-Button gedrückt und zieht von links nach rechts und dann wird ein Screenshot ausgelöst und dementsprechend in eurer Galerie abgelegt, die ihr dann hier in dieser App-Verwaltung findet. Das heißt, nach oben ziehen, das war ein Schritt zu viel, nach oben ziehen. Hier könnt ihr dann auf die Galerie wechseln. Wo habe ich sie? Galerie. Hier ganz unten links natürlich haben wir die Galerie, und da könnt ihr sehen, dass die Screenshots abgelegt wurden, und ich habe dann auch hier die Möglichkeit zu sagen, was möchte ich mit diesen Screenshots machen? An Handy senden, als Hintergrund festlegen oder löschen. Und wenn ich auf an Handy senden gehe, seht ihr, dass das Ganze dann dementsprechend an mein Smartphone übertragen wird. Und ich möchte mal schauen, ob das jetzt schon reingekommen ist. Ja, ihr seht es hier, GS an Handy senden, einmal erfolgreich und nullmal fehlgeschlagen. Und dementsprechend kann ich das Ganze dann öffnen und eben mir auf dem Handy anzeigen lassen. Und zwar in einem, ja, ist ein rechteckiges Bild mit einer längeren Seitenlinie natürlich links, genauso wie das analog der Gear S zu sehen ist, und dementsprechend könnt ihr natürlich Screenshots auf der Samsung Gear S sichern
und dann an das Handy übertragen bzw. auch löschen. Und wenn das natürlich dann auf dem Handy ist, habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze weiter zu verarbeiten und dann hier über diese Teilenoption per Gmail, per WhatsApp oder whatever zu versenden. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Aufschluss darüber geben, wie das mit WhatsApp auf der Samsung Gear S funktioniert und wie auch die Screenshot-Erstellung funktioniert. Und bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Feedback unter den Kommentaren, unter dem Video hinterlasst und dementsprechend auch bei den nächsten Videos wieder bei uns vorbeischaut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut.